Ja, mein Name ist Mascha Gugernik. Ich bin vom MCTS hier an der Technischen Uni München und ich freue mich sehr, dass ich heute hier präsentieren darf. Ich habe anfangs nicht sehr viel mit der Konferenz anfangen können und nach die Konzepte, also Green Infrastructure und Ökosystemdienstleistung, hat mich dann schon auch sehr zum Nachdenken gebracht, was ich eigentlich mache in diesem Projekt. Und deswegen ist das auch wirklich eine super Gelegenheit für mich, ein bisschen so darüber zu reflektieren. Und ich lade Sie sehr ein, mich irgendwie auch zu pushen und irgendwie auch kritische Fragen zu stellen. Ein bisschen lauter, okay. Mein Vortrag ist Teil des Projektes, das durch EIT Food finanziert ist. Ich werde darüber noch ein bisschen was später sagen. Das ist ein EU-Projekt, gemeinsam mit einem Industriepartner und Science Communication Partner. Soweit mal das. Im Jahre 2003 unterrichtete der nunmehrige emeritierte Professor für Mikrobiologie, Dixon Despommiers, an der Columbia University ein Seminar, in dem er seine Studentinnen bat, die dringendsten Probleme der nächsten 100 Jahre aufzuzählen. Überbevölkerung, Nahrungsmangel und Megacities wurden aufgezählt und sie alle verband das Thema Klimawandel. Tatsächlich wächst das öffentliche Bewusstsein über die immensen CO2-Emissionen der Nahrungsmittelindustrie, nicht zuletzt im Zusammenhang mit den oftmals sehr weiten Transportwegen. Gepaart mit der Prognose, dass Städte als Ballungszentren stetig wachsen, berechnete Despommiers mit seinen Studenten, ob die Dächer New Yorks als Anbaufläche ausreichen würden, um die Stadtbewohner ernähren zu können. Nachdem sich dies nicht überraschend als unmöglich erwies, widmeten sie sich dem Inneren der Gebäude, die als Farmen mit vertikal angelegten Paneelen Lebensmittel anbauen sollten. Dazu schrieb Despommiers ein Buch 2010, das bei urbanen Nahrungsmittelproduzenten nachhaltigen Einfluss fand. Er bekundete hier, dass das Klimaproblem und die Welternährung im Inneren von Großstadtgebäuden gelöst werden kann. Pflanzen werden in oft hydroponischen Anlagen, also wasserbasierend ohne Einsatz von Erde, mit LED-Lichtern bei genauer Abstimmung von Temperatur, Luftzirkulation, Luftfeuchtigkeit und Nährstoffen angebaut. Für optimale Wachstumsbedingungen, unabhängig von äußeren Wetterbedingungen, wären solche Systeme komplett geschlossen, um konstant Pflanzen anbauen zu können. Die urbane nahrungsmittelproduzierende Antwort auf den Klimawandel war geboren. Nicht als Milderungsansatz, sondern durch den Aufbau kontrollierter, paralleler und autarker Umweltsysteme, was gemeinhin als Controlled Environment Agriculture bekannt ist, wozu zum Beispiel auch die Gewächshäuser gehören, wurde mit höchsten Präzisionswahn weitergedacht und hochskaliert. Was anfangs wie eine utopisch-futuristische Vision klang, hat in den letzten 15 Jahren verstärkt Zuspruch gefunden. Dies ist auch in der Auswahl der diesjährigen World Press Photo der neu eingeführten Kategorie Umwelt zu erkennen. Hier werden Forschungsstationen der Wageningen Universität in Holland gezeigt, welches im Bereich der Landwirtschaftsinnovation von Gewächshäusern über Vertical Farms bis hin zur Algenzucht weltweit führend ist. Weit mehr als bloß ein Forschungsgebiet hat Vertical Farming ein Eigenleben als sozial-mediales Phänomen angenommen. Es gibt viele Für- und Gegensprecher, die auf unterschiedliche Aspekte hinweisen. Die einen beziehen sich auf stetig effizientere Technologien, die sie in naher Zukunft antizipieren, während die anderen die wenig nachhaltigen hohen Energiekosten bemängeln, die keine Lösung darstellen, um die Welt zu ernähren oder den Klimawandel zu bekämpfen. Dahinter steckt ein riesen Fremdkapital, vor allem aus Silicon Valley. Und um das zu veranschaulichen, zwischen 2016 und 2017 hat es einen Anstieg von 635% Fremdkapital gegeben, von 36 Millionen auf 271 Millionen. Und vor kurzem wurde eine Vertical Farm Firma in Silicon Valley mit 200 Millionen Dollar finanziert, um 50 solcher autarken Vertical Farms weltweit in Städten aufzubauen. Die meisten Wissenschaftlerinnen im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau lehnen jedoch den Begriff der Vertical Farm ab, den sie eigentlich eher als Marketingbegriff sehen. Und dies ist eines von vielen vorläufigen Ergebnissen dieser anlaufenden Studie, die ich momentan leite, gemeinsam mit Partnern einer Firma aus Holland, PlantLab, und UFIC ist eine Food Science Communication Food Think Tank in Brüssel.
Und wir versuchen hier ein bisschen wegzugehen von Akzeptanzforschung zu Vertical Farming, also ein Kommunikationsprojekt. Und uns interessiert, welche Themen Menschen mit Vertical Farming oder vertikaler Landwirtschaft in Verbindung bringen. Das heißt, weniger, wie kann man zu einem bestimmten Punkt der Akzeptanz kommen und welche Strategien müssen wir dahin bringen, sondern eher, was sind die Themen, mit denen Vertical Farming assoziiert wird. Und hier ist auch zum Beispiel die Komponente der Sozialmedienforschung, wo wir uns Co-Hashtags anschauen, welche Themen kommen da zusammen. Wir haben auch ein Bürgerbeteiligungs-Events mehrere gemacht, in den nächsten 2 Wochen in System Science Museum. Darüber sage ich später dann noch ein bisschen. Die Konsumentenforschung, Produktkonzeptierung ist eher der Teil von den Industriepartnern. Wenn man Vertical Farming heutzutage googelt, dann kommen diese Bilder und das fanden wir anfangs sehr faszinierend, weil es sehr dieses futuristische Bild zeigt und es auch relativ schnell klar wurde, dass es wenig Vertical Farms eigentlich gibt. Es ist sehr stark dominiert von Architektur-Renderings und hat einen sehr starken futuristischen Ansatz. Im Zusammenhang mit der Konferenz heute möchte ich auf 3 Themen eingehen. Das erste, erstmal fragen, was ist Vertical Farming? Das war für uns lange Zeit sehr unklar und es ist auch herausgekommen, dass das Teil von Vertical Farming an sich ist. Es ist ein sehr breiter Rahmen, wie es definiert wird. Ein zweiter Punkt, den ich gerne erläutern möchte, ist, wie Vertical Farming als Natur-Kultur-Konfiguration verstanden werden kann. Und dann auch in Bezug auf das Panel heute, aber auch auf Planung. Was heißt denn Vertical Farming in Bezug auf öffentlichen Raum? Und das war wirklich für mich eine schwierige Frage. Die erste Erkenntnis, die wir relativ bald hatten, ist, das ist jetzt nicht nur unsere Erkenntnis, es wird in unterschiedlichen, also Leute im Vertical Farm-Bereich würden das vielleicht das ein bisschen anders definieren. Aber es gibt unterschiedliche Definitionen. Despommiers Definition dieser Blackbox Vertical Farm, das heißt, wo alles autark und alles kontrolliert wird, ist nach wie vor die Definition, die das am stärksten besetzt. Und hier sieht man, das ist in Berlin, kommt von der Firma Infarm, das ist eine Vertical Farm und hier werden quasi direkt, das ist ein Restaurant und hier werden direkt die Salate angebaut und Leute können dort vor Ort essen. Das ist jetzt nicht, eigentlich ist das nicht genau die Definition von der Blackbox Vertical Farm, wo wirklich alles komplett autark ist und Menschen eigentlich so wenig wie möglich hinein und hinauskommen, dazu komme ich dann später noch. Es gibt dann auch semi-kontrollierte Systeme. Das ist zum Beispiel in Den Haag Urban Farms, dort hat vor kurzem auch seine Pforten geschlossen. Und hier werden zum Beispiel, das ist auch eine Aquaponikanlage gewesen, eine riesen Aquaponikanlage mit Gewächshäusern auf dem Dach. Das heißt, hier werden eigentlich nur gewisse Umweltfaktoren können kontrolliert werden. Das heißt, wenn es in irgendeiner Art und Weise mit Vertikalität zu tun hat, dann ist dieser Begriff, dann wird etwas auch als Vertical Farm bezeichnet. Es gibt dann auch noch einen rezenteren Zugang, das ist vor allem von den Leuten in Wien, das Vertical Farm Institute, die sich mehr darauf fokussieren, wie Vertical Farms existierende Strukturen mit einbezogen werden kann. Also ein integrativerer Ansatz, wo Energieflüsse auch zum Beispiel wiederverwendet werden. Also hier, das ist von, ich check das nicht, das ist ein Gewächshaus, das letztes Jahr in Wien aufgestellt worden ist von Markus Jeschonik, das ist ein Künstler, und der hat das auf den Luftschacht von der U-Bahn draufgebaut, um eigentlich einfach zu zeigen, dass dieser Exzess Wärme auch anders verwendet werden kann. Das Projekt ist ein bisschen gescheitert, aber es ging da irgendwie darum, das einfach einmal hinzuschauen und hinzuzeigen, welche Wärme wird in den Städten eigentlich die ganze Zeit produziert und nicht verwendet. Das war, also die hatten dann auch wirklich das Problem, glaube ich, dass es wenig reguliert war
Und ich weiß jetzt nicht, wo die Frage herkam. Und dass sich doch auch Fungizide, glaube ich, gebildet haben. Also es war auch ein Problem des Monitorings. Also das hat dann jedes Mal jemand hin müssen und auch wirklich sich darum kümmern müssen. Es war eigentlich nur als Projekt geplant, so für 3, 4 Wochen, glaube ich, um es dann wieder abzubauen und eher mehr so einen Impuls zu geben. Es war Teil von einer Ausstellung im Museum der angewandten Kunst. Genau, also hier sind ein paar, ich meine, sehen Sie das gut? Geht. Okay. Wir haben ein Sozialmedien, eine Befragung entwickelt. Das ist diese Homepage. Sie können auch gerne draufkommen und die Umfrage ausfüllen. Und zwar hat uns interessiert, wie Leute Vertical Farming visionieren, ohne dass wir wieder auf diese Bilder zurückkehren, die wir bekommen, wenn wir auf Google suchen. Und zwar quasi so Visionen zu erkennen in einer breiteren Öffentlichkeit, die jetzt weniger von dem geleitet ist, was jetzt jemand sagt, dass Vertical Farming ist. Und wir haben hier dieses Tool ist quasi generiert Bilder von Instagram und das sind Bilder, die mit Vertical Farming gehashtagt sind. Das heißt, wir laden die Leute ein, 3 Bilder auszuwählen, die von anderen Leuten auf Instagram mit Vertical Farming assoziiert werden. Und wir haben hier ein paar Themen herausgefunden, die am öftesten vorgekommen sind. Und zwar war das zuerst ganz an allererster Stelle die Pflanze an sich, auch in diesen vertikal angelegten Paneelen oder in sonstigen Systemen. Viel weniger war dann eigentlich das violette Licht, das sehr oft assoziiert wird mit Vertical Farming. Das ist dieses Lichtspektrum, was Pflanzenwissenschaftler herausgefunden haben, dass es genau, also die blaue und die rote Lichtspektren, die wichtigsten sind eigentlich für eine Pflanze, für die Photosynthese. Ich komme dazu nochmal zurück. Menschen sind auch öfter vorgekommen, Technologie, dann war auch immer wieder, aber das ist jetzt dann immer, geht immer weiter hinunter, Gärten oder in irgendeiner Art und Weise vertikal gestaltete Gärten eben. Diese Architektur-Renderings waren auch dabei, aber eigentlich sehr wenig und Essen ganz, eigentlich fast weitaus weniger, als wir gedacht haben. Wir hatten dann noch 2 Fragen. Die eine war, warum Sie diese Bilder ausgewählt haben und was Vertical Farming generell für Sie bedeutet. Und das war für uns auch ganz wichtig, dass wir den Leuten nicht notwendigerweise, also von denen verlangt haben, sie wissen schon, was Vertical Farming ist. Also es hat da auch eine Möglichkeit gegeben, wie viel wissen sie zu Vertical Farming. Und bei den Bildern ist eben so diese Vertikalität, Technologie und Zukunft sehr stark herausgekommen. Und bei der generellen Verständnis von Vertical Farming ging es sehr stark um Nachhaltigkeit und Effizienz im weitesten Sinne, aber vor allem auch in Bezug auf den Raum. Ich wollte jetzt nochmal auf das ist jetzt quasi der zweite Teil, also um das vorher nochmal abzuschließen, es gibt eine sehr weite Definition von Vertical Farming, diese Erkenntnisse, die wir da jetzt sammeln, wir sind da auch wirklich gerade noch dabei. Das wird auch sicher nochmal spannend, das darzulegen, wie sich das vielleicht von anderen Definitionen verändert. Genau, es ist jetzt schon öfter gekommen, ich werde jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen, aber vielleicht nochmal das, was für mich auch in der Wissenschafts- und Technikforschung ganz interessant ist an Donna Haraways Arbeit, ist, dass das Organische und das nicht notwendig, also es gibt so eine, das sagt sie auch selber, so eine Tendenz, so eine romantisierende, dass Natur dann irgendwie doch einen höheren Stellenwert bekommt als Kultur oder Technologie. Und sie weist immer wieder darauf hin, dass diese Organismen und Technologie immer zusammen irgendwo verwoben sind. Und das ist eigentlich sehr gut zu erkennen in Bezug auf Erde. Erde ist relativ bald so als so ein Knackpunkt aufgekommen, weil viele Systeme eben nicht mit Erde arbeiten und Leute sehr skeptisch dem gegenüber gestanden sind. Und das war jetzt, sehen Sie jetzt auf dem Plakat nicht, das war ein Plakat, Entschuldigung, ich brauche noch mal ganz kurz ein Wasser. Ein Plakat von der Skyberries-Konferenz, das ist eine Vertical Farming-Konferenz, die dieses Jahr
in Wien stattgefunden hat, vom Vertical Farm Institute. Und eine der Gruppen hat eben überlegen sollen, was ist über Vertical Farming hinaus wichtig. Und Entschuldigung, kurz. Das waren eben, also ich habe das jetzt übersetzt, dass eben Erde eigentlich doch ganz wichtig ist und dass es viel zu wenig Beachtung findet. Dass zum Beispiel kein Unterschied gesehen wird zwischen vertikaler Farm und Fabriken. Und diese Kritik, dass das so eine Art nicht Massentierhaltung, sondern Massenpflanzenhaltung ist, haben wir auch öfter im Projekt gehört. Und das ist eine interessante Tatsache, dass, also eine interessante Beobachtung, das geht jetzt nicht nur spezifisch, bezieht sich nicht auf Vertical Farming, sondern auf eine Bewegung, die sich Organic 4.0 nennt. Das hat in den USA sehr stark Widerhall gefunden, wo Hydroponik und Aquaponik Betreiber darauf bestanden haben, dass sie auch eine biologische Zertifizierung bekommen, obwohl sie keine Erde verwenden. Und Erde irgendwo so ein Kampfort irgendwie geworden ist, weil Erde in der biologischen Zertifizierung als sehr zentral gesehen wird. Die Nährstoffe, die es bringt, und die anderen, die meinen, die Hydroponiker, dass diese Nährstoffe eben auch zugeführt werden können. Und das ist auch irgendwo so ein interessantes Beispiel. Also in den USA sind sie auch so weit gekommen, dass sie das durchgesetzt haben. Das ist in der EU nicht der Fall. Und das sehe ich als ein ganz interessantes Beispiel, wo irgendwie diese Werte anfangen, sich zu verschieben. Ja? Und dieses Naturkultur einfach wirklich so miteinander verwoben ist. Wer definiert jetzt was als gut und besser und als natürlicher und weniger natürlich und künstlich? Und dadurch, dass es sehr viele Erkenntnisse aus dieser Praxis, dieser Hydroponikpraxis, dass Nährstoffe angereichert werden können, es gibt einerseits diesen Punkt, dass wir quasi auf die Erde verzichten können. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die sind eigentlich nur so ein lästiger Behälter, wo irgendwie sonstige Keime sich bilden und der einfach im Endeffekt schlecht ist für das Pflanzenwachstum. Und auf der anderen Seite die Befürworter für Erde, die natürlich auch so das auch sehr stark aus der urbanen Landwirtschaft selber kommt. Dieses Bild, dass wir zurück zur Erde sollten und müssen, und wir haben diesen Disconnect müssen wir irgendwie wieder beheben. Und auch aus der Wissenschaft, wo auch immer mehr Erkenntnisse herauskommen, dass eigentlich die Erde ein ziemlich komplexes und interessantes und wichtiges Materie ist. Ein anderes Beispiel für so Naturkultur-Konstellationen ist das Licht, das verwendet wird. Also ich beziehe mich jetzt hier auf dieses kontrollierte System. Und zwar, wie ich schon erwähnt habe, ist das violette Licht für die Photosynthese am idealsten für die Pflanze. Und durch die LED-Lichter hat sich das schon sehr weit entwickelt. Das hat auch nicht unwesentlich mit der Legalisierung von Cannabis in einigen US-Staaten zu tun, dass diese Technologie jetzt so weit verbreitet ist. Darüber redet natürlich niemand, aber ich werde es hier jetzt auch sagen. Was halt interessant... Bitte? Ja, ja. Nein, das war, ja, also Infarm ist ja in Berlin. Diese Firma ist in Berlin, also es gibt es auch schon in Deutschland, aber es ist sehr wenig verbreitet. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass es diese Energieeffizienz einfach immer noch nicht gewährleistet ist, weil du im Prinzip die Sonne ersetzen musst und diese Anlagen sehr viel Energie fressen. Und das ist ein riesen Diskussionspunkt. Also da gibt es Befürworter und solche, die da widersprechen. Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist also David Schmidtmeier von Sunlight, seine Firma, die solche Lichter entwickelt, bei der Konferenz erklärt hat, ist, dass dieses Licht für den Menschen eigentlich nicht gut ist. Also wenn man sich zu sehr diesem blauen Licht vor allem aussetzt, dann hat das einen sehr detrimentalen Effekt auf den Hormonspiegel. Und es ist noch ein anderer Faktor, der interessant ist, dass du, wenn du in so ein System kommst und du trittst wieder hinaus, was passiert? Man sieht, welche Farbe? Grün.
Ja, also man kommt dann hinaus und es ist alles grün und man denkt sich ja erstmal so, okay, was ist jetzt passiert? Und dann so langsam versteht man, okay, wenn diese Technologie wirklich so weit vor, tut mir leid, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös, ich habe seit 10 Jahren nicht mehr auf Deutsch vorgetragen, also wenn ich mich ein bisschen verhaspel. Wenn diese Technologie es so weit gebracht hat, dass wir die Pflanzen besser verstehen, dann ist es auch eine interessante Erkenntnis, dass die Pflanze anders sieht als ein Mensch. Und dass es eventuell da viel mehr ist als nur das. Und das ist auch irgend so ein interessanter Moment, wo die Technologie eigentlich mehr Wissen schafft und aber gleichzeitig uns auch zeigt, dass wir in diesem optimalen Kontext eigentlich eher Störfaktor, also eher uns selber nicht gut tun durch das Licht und aber auch der Pflanze nicht gut tun, wenn wir die ganze Zeit Keime hineinbringen. Ich sage das jetzt auch sehr provokant und das, ich sehe das nicht als Befürworterin oder Widersprecherin, aber es ist eine interessante Erkenntnis, dass hier eben Technologie und Natur zusammenkommen und sich eben nicht mehr so leicht voneinander trennen lassen. Es ist auch nochmal ein anderer Aspekt sehr interessant darin. Es ist natürlich nicht nur die Erkenntnis der Pflanze, dass man zum Beispiel jetzt anfängt zu verstehen und wirklich erst in den letzten Jahren, seit dieser LED-Licht auch in der Pflanzenforschung viel mehr Einklang, also viel mehr verwendet wird, sondern auch, dass es auch andere, in der Pflanzenwissenschaft lernt man auch, dass es neben der Photosynthese auch andere Prozesse gibt, die beim Pflanzenwachstum und der Pflanzenökologie ganz allgemein wichtig sind in Bezug auf das Licht. Was jetzt aber nochmal interessant ist, ist, dass die optimale Wachstumskondition für eine Pflanze natürlich nicht im luftleeren Raum steht, sondern es geht darum, diese Pflanze produktiver zu machen. Das heißt, man kann die Pflanze im Prinzip so weit manipulieren, dass sie gewisse Compounds mehr produziert als andere. Dass sie zum Beispiel bitterer schmeckt oder dass du mehr Vitamine zum Beispiel dadurch kreierst in der Pflanze. Das heißt, du kannst so weit damit experimentieren, dass sich die Pflanze an sich eigentlich auch verändert. Und, und die meisten Leute, die aber in Vertical Farming betreiben als eine Firma und einen Betrieb, sind nur daran interessiert, dieses Spektrum zu finden, wo die Pflanze am produktivsten ist. Und das ist eben das, wo du wieder diese Logik siehst, dieses kapitalistische, also kommerziellen Denkens, okay, wir produzieren diese Pflanze etc. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger und interessanter Zusammenhang zu dieser Diskussion, die wir heute auch hatten, zu den Dienstleistungsservice und Biophilie, ob das wirklich so stark voneinander getrennt werden kann. Ich glaube, das ist auch wirklich ein interessanter Punkt, also ein interessantes Beispiel, dass das irgendwie auch nochmal aufwirft. Es ist jetzt weder gut oder böse oder schlecht oder besser, sondern bringt eigentlich neue Erkenntnisse. Was ich interessant fand in dem Bezug, also diese Optimierung sieht man dann auch in solchen Visionen wie in diesem Video von einer Vertical Farm, wo dann quasi die arbeitenden Menschen neben den arbeitenden Pflanzen arbeiten und so einander zuschauen können, wie sie produktiv sind. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich werde noch mal ganz kurz auf das eingehen. Also eben diese Frage der Öffentlichkeit und des öffentlichen Raums war bis jetzt eben eher weniger ein Thema, aber es war eine interessante Erkenntnis. Vor kurzem wieder diese Skyberries Academy, das war jetzt vor ein paar Wochen von Vertical Farm Institute geleitet und es kam immer wieder dieses Thema auf, ach, die Menschen sollten aber eigentlich nicht da drinnen sein, weil es auch darum ging, wie sollte jetzt eine Farm aussehen, die auch zugänglich ist für eine Öffentlichkeit. Und ich weiß nicht, ob Sie das sehen, aber da ist so ein kleines Männchen, das ist so durchgestrichen. Und der Teilnehmer hat dann auch eben beschrieben, dass das eigentlich nicht gut ist für die Pflanze, dass da irgendwie Leute hineinkommen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Frage in Bezug auf Öffentlichkeit und öffentlichen Raum. Weil momentan ist es so, dass diese Öffentlichkeit eher so in diesen kommerziellen Räumen
stattfinden, wie eben hier auch wieder bei Urban Farms, wo die Aquaponikanlage auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite ist das Café, wo man quasi seinen Kaffee und Kuchen konsumieren kann und daneben tun quasi die Fische ihre Arbeit. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück, ganz am Anfang, was ich gesagt habe, in Bezug auf diese Breite der Definition von Vertical Farm, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, wie auch Öffentlichkeit und öffentlichen Raum gedacht wird. Wenn man zum Beispiel weggeht von dieser komplett geschlossenen Anlage und sich anschaut, wie das Plus Farm zum Beispiel definiert, die bieten quasi Do-it-yourself-Tools an, um deine eigene Vertical Farm zu bauen. Ja? Und du kannst eben selber definieren, wie gesteuert wird das oder nicht. Das heißt, es geht sehr stark in diese Grassroots Urban Food Communities. Das ist in New York viel, viel mehr etabliert, als das zum Beispiel in europäischen Städten ist. Also Vertical Farming ist in Europa im Großen und Ganzen fast nur in betrieblichen Systemen, aber wenig in Community Settings. Und die andere Sache, die Frage, die sich stellt, ist halt, wo sieht man vertikale Landwirtschaft heutzutage im Alltag? Es wird halt auch ein sehr ästhetischer, es hat einen sehr großen ästhetischen Wert. Man kann sich diese IKEA Growth Kit kaufen und selber auch zu Hause das anbauen. Und es ist auch wirklich ein interessantes Ausstellungsexempel. Und ich frage das auch sehr provokativ, ob das dort bleiben wird, ob das quasi so ein Museumsartefakt bleiben wird oder ob da wirklich irgendwann vielleicht auch für die Stadtplaner und in Bezug auf Green Infrastructure, ob das nicht, wird sich das irgendwo verändern. Das war meine letzte. Also meine Provokation vielleicht nochmal irgendwie weiterzudenken, wie wird Kultur, Natur, Naturkultur in diesem Zusammenhang, was sagt uns das über unsere eigenen Vorstellungen, wie Natur auszusehen hat und wo die Technologie hineinzukommen hat, beziehungsweise wie die Technologie eigentlich auch Natur neu definiert. Ja, also auch irgendwie ein Aufruf, sich mehr damit zu beschäftigen. Es ist momentan ein bisschen so ein Bubble-Diskurs, der sehr wenig in dem öffentlichen Raum stattfindet. Und ja, damit schließe ich. Danke.